Leute, wir sind gerade vom Einkaufen gekommen und möchten heute mal mit euch eine Küchentour machen. Wir wurden jetzt schon mal öfters gefragt, wie wir halt unser Obst und unser Gemüse lagern und das wollten wir euch heute mal zeigen. Genau, starten wir mal mit dem Kühlschrank. So, hier haben wir halt unser Gemüse und unser Obst, also einiges davon. Ja, hier sind viel Salat, Brokkoli, hier haben wir noch Zucchini, Möhren. Ja, auch nochmal Möhren, Gurken, eine lustige Aubergine. Ja, hier nochmal so ein Apfelmark, so Sweet Drops. Leinöl haben wir noch, so ein Saft hier von True Fruits. Ja, Reismilch und ein Kokostrink. Das ist halt unser Kühlschrank. So, dann noch unser Gefrierfach. Ja, hier haben wir halt noch Beerenmischungen, Erdbeeren, Himbeeren. Da unten drunter sind noch so Kräuter. Dann haben wir hier noch gefrorene Bananen. Also die hatten wir uns selber eingefroren. Kaisergemüse. Und jetzt haben wir endlich wieder den Apfelrotkohl gefunden im Aldi. Der ist super lecker. Also ja, wir hatten ja letztes Jahr haben wir den immer in der Mikrowelle gemacht, aber die haben wir jetzt abgeschafft. Also wird er irgendwie im Topf gemacht. Aber der war auf jeden Fall super lecker, ging super schnell. Ja, dann haben wir hier Erbsen, noch mehr Kaisergemüse. Ein Sommergemüse noch. Und Brokkoli. Ne, nochmal Bohnen da unten. Ah, Karottengemüse haben wir auch noch. Und Spinat. Genau. Ne, das ist der Spinat, den wir halt immer in unsere grünen Smoothies machen. Genau. Und hier vorne lagern wir halt immer unser Wasser darunter. Und halt Tomaten, weil die sollen nicht in den Kühlschrank und Kürbisse, Süßkartoffeln, sowas halt. Und ja, hier gibt es das ganze Obst. Orangen, Mangos habe ich jetzt endlich wieder gefunden. Ja, Kakis, dann haben wir Granatäpfel heute bekommen. Grapefruits, Orangen. Hier und ohne Ende Mandarinchen, noch mehr, noch eine Kiwi. Ja, und sonst eine Menge Birnen, Ananas, Äpfel. Und noch unsere Bananen hier. Unsere genau, Bananenkisten. Unsere Bananenkisten. Die lagern wir halt auf dem Boden, weil wir sonst keinen Platz haben. Genau, wir sind langsam auch, oder langsam werden sie reif, kriegen die ersten Pünktchen. Hat diesmal auch zum Glück nicht so lange gedauert. Und wir müssen euch noch ein neues Produkt vorstellen. Das haben wir nämlich eben im DM gefunden. Das gibt es jetzt auch neu, Quinoa gepufft. Das hatten wir noch nicht probiert, also bin mal gespannt. Ja, und dann wollten wir gleich noch kochen, deswegen stehen hier die Sachen. Also es gibt gleich noch Kürbis und Kohlrabi aus dem Backofen und das Mandelmus ist aus dem DM, ist von Alnatura. Das hatte ich mir jetzt ausnahmsweise mal gekauft, weil es halt sonst ziemlich schweineteuer ist. Und wir hatten aber noch einen Gutschein, von daher haben wir es mal gekauft. Ja, das hatten die im Aldi, diese Teesorten. Bin ich mal gespannt. Und weiter geht's. Wir können auch den Vorratschrank zeigen. Ach noch, Vorratschrank. Das ist halt so, ja, so Müsli-Sachen. Na, hier haben wir getrocknete Feigen, so eine Vanilleschote, Frühstücksbrei, Reisflocken, Leinsamen. Also sowas esse ich morgens immer sehr gerne. Ja, dann haben wir hier noch so ein bisschen, ja, wie so eine gesunde Süßigkeit. Datteln. Hier ist einiges an Nüssen drin, also zum Beispiel hier gemahlene Mandeln,
Dann haben wir hier noch Erdnüsse ohne Salz. Ja, auch nochmal gemahlene Mandeln. Cashewnüsse. Was ist das? Gemahlene Mandeln. Gehobelte Mandeln. Gehobelte. Genau das hier. Dann haben wir noch Gucci-Beeren. Hast du das abgemacht? Ja, aus dem Lidl. Die sind aus dem Lidl, kosten 1,99. Da hatten wir letztens den Tipp von Instagram bekommen, ja. Weil im Bioladen kosten die ja recht viel und das sehen wir halt auch nicht ein. Aber sind, glaube ich, hart umkämpft im Lidl, weil wir waren letztens schon mal da und haben die leider nie gefunden. Und diesmal das erste Mal zum Glück welche erwischt. Aber auch wieder die letzte Packung. Genau, jetzt gab es immer nur eine Packung. So, dann geht es weiter halt mit hier so ein paar Tupperdosen. Da haben wir zum Beispiel die Kakaonips drin gelagert. Kokos haben wir hier noch drin. Ja. Und hier haben wir noch Kakao drin. Den stark entölten, den wir halt immer nehmen. Ja, dann haben wir noch Cornflakes, die ungesüßten. Weil mit Zucker gehen die einfach gar nicht. Das finde ich zu süß. Dann haben wir noch Trockenpflaumen. Die sind aber, glaube ich, leider geschwefelt. Nur andere haben wir letztens nicht bekommen. Sollte man eigentlich vermeiden, wenn es geht, geschwefeltes Trockenobst. Ich glaube nicht. Ich glaube doch, oder? Da steht Trockenpflaumen, Konservierungsstoff, so Bienensäure. Hm. Ich dachte, die wären geschwefelt. Keine Ahnung. So. Dann haben wir noch Zülle, das ist auch echt ganz gut. Habe ich jetzt letztens mal einen Milchreis mit ein bisschen gesüßt. Was haben wir hier noch? Zülle, möchte ich noch kurz sagen, ist übrigens der bessere Zucker. Der ist sogar gesund für die Zähne. Und wenn man nach dem Essen einen Teelöffel im Mund tut und im Speichel zergehen lässt, 2 bis 3 Minuten umspült, dann hilft das gegen Karies und fördert nicht wieder normale Zucker den Karies. Super gute Sache. Dann haben wir hier noch Karo-Pulver. Das ist halt so ähnlich wie Kakaopulver. Das hatten wir mal aus dem Bioladen. So sieht's aus. Riecht jetzt irgendwie nicht nach Kakao. Ja, so ein bisschen malzig irgendwie. Heilerde. Ja, warum steht das überhaupt da drin? Man weiß es nicht. Und dann haben wir halt hier noch so ein paar Pröbchen von Dr. Sprout. Also Hafer, so Leinsamen, knusprige. Die kommen dann mit ins Müsli. Ja, dann können wir jetzt nochmal zu unserem richtigen Vorratsschrank gehen. Genau. Hier ist jetzt unser Vorratsschrank. Hier haben wir zum Beispiel diese Mais-Amaranth-Waffeln. Dann diese Haferquadrenches, die nur mit Reissirup gesüßt sind. Halt nochmal so ja, Müsli-Sachen auch. Nochmal ne? Gepufften Amaranth, Chiasamen. Dann haben wir hier nochmal Mehlsorten. Also das ist so ein Maismehl. Damit haben wir letztens mit dem Kokosmehl hier Pancakes gemacht. Also wenn ihr das Rezept haben möchtet oder auch darüber nochmal ein Video haben möchtet, können wir das ja auch mal gerne machen. Ja, dann haben wir da hinten noch so Backzutaten. Das ist alles hier in der Kiste drin. Süßlupinenmehl, so verschiedene Mehlsorten halt. Und Sojaflocken, da weiß ich noch nicht, was ich damit mache. Chiasamen. Ja, die habe ich ja eben schon gesagt. Das haben wir aber noch nicht. Ach so. Ja, hier haben wir noch verschiedene Gewürze. Kaugummis. Kaugummis, die haben wir aber schon ewig da stehen. Ja, hier unten sind auch nochmal Reisflocken zum Vorrat und nochmal richtiger Milchreis, Dinkelgrieß, das haben wir hier noch Leinsamenöl und hier nochmal auch ganz coole Sachen von Dr. Sprout, so gekeimte, knusprige Leinsamen und das ist dann auch nochmal so Bio-Hanf und Hafer vorne. Die sind super, die Sachen. Auch Rohkost. Dann haben wir hier nochmal einen Apfelmark. Ganz viele Datteln. Die kaufen uns immer auf Vorrat, weil es beim Aldi teilweise dann irgendwie dann doch keine mehr gibt. Dann gibt es mal wieder welche. Also kaufen wir immer ganz viele. Darunter sind noch Mandeln, obwohl wir die schon länger jetzt nicht mehr so essen. Jetzt stehen sie noch im Vorratschrank sozusagen. Ja, hier noch Leinsamen. Vorne. Ja. Da hinten sind aber in der Ecke Chilis, Salz, und Himalaya-Meer, Himalaya-Salz unten drunter. Ja, und hier unten haben wir nochmal Kichererbsen, ganz viele, Mais, Tomatenmark,
Oder nee, passierte Tomaten. Genau, passierte in der Ecke. Kartoffeln, Reis, halt das Übliche. Und hier hinten haben wir halt ja, Linsen, ganz viel, Couscous, Quinoa, Bulgur. Hier ein Kartoffelpüree, den fand ich aber jetzt nicht mehr so gut. Früher hatten wir den mal öfters, jetzt habe ich gedacht, ja, wenn es mal schnell gehen muss, aber ist irgendwie nicht mehr so mein Fall. Ja. Ja, und dann halt hier Zwiebeln, Knoblauch, Tomatenmark, Kichererbsen, nochmal einige Dosen. Und hinten halt die Reismilch. Ja, Reismilch ganz hinten und nochmal Kartoffeln. So sieht's hier aus. So, wir hoffen, euch hat unsere kleine Küchentour gefallen. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht so viel Platz habt für Obst oder Gemüse wie wir, dann kauft es am besten mehrmals die Woche. Genau. Also macht nicht so einen kompletten Einkauf, sonst wird zu viel schlecht. Na, also das würden wir dann empfehlen, weil viele haben jetzt eine Studentenwohnung, haben sie uns geschrieben. Hatten wir ja früher auf, dann sind wir halt öfters einkaufen Muss gegangen. Muss ich gerade auch dran denken. Und ja, aber das geht halt alles mit dem gesunden Essen, ne? Mit der gesunden Ernährung, wenn man es möchte. Genau. Ja, jetzt haben wir euch mal so einen kleinen Einblick gezeigt, wie das halt bei uns alles so gelagert ist. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Genau. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja. Mach's gut. Ciao.